Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch noch die Vegan-Box vorstellen. Die habe ich ja letzten Monat schon vorgestellt. Das ist eben eine Box, es gibt zwei verschiedene, eine kleine und eine große. Die kleine kostet glaube ich 14,95, bin ich mir nicht ganz sicher. Die hat 6 bis 9 Produkte glaube ich drin. Und die große, die kostet 24,90. Ich glaube 10 bis 14 Produkte hat die und es ist immer viele vegane Lebensmittel und ein bisschen Pflege, auch vegane natürlich dabei. Und also ich mag sie sehr gerne, ich lebe nicht vegan, ich versuche es zwar, ich habe es schon mal versucht, aber es ist auch nicht so einfach. Ich wohne auch in einem etwas kleineren Ort, wo man nicht so die Möglichkeiten hat, die Sachen einzukaufen. Ich habe dann im Internet öfters mal bestellt. Aber ja, ich versuche es immer wieder und die Sachen sind nicht schlecht und deswegen finde ich sie eigentlich echt super und möchte jetzt auch im Moment nicht drauf verzichten. Habe dafür die Brand News Box abbestellt und ich sag mal, die Sachen, die in der Vegan Box sind, sind wahrscheinlich auch zum Großteil gesünder als die Sachen, die in der Brand News Box waren. So, und dann fange ich jetzt auch mal an. Zuerst war drin Cordy Janduja, was weiß ich denn, wie man es ausspricht, keine Ahnung. Das ist eine Schokoladencreme mit Haselnüssen. Die ist bio, vegan und glutenfrei. Finde ich super, ich mag sowas sehr gerne. Und die kostet 5,50 Euro, 230 Gramm sind drin. Als nächstes habe ich schon mal probiert. Von Viana, der Picknicker. Veggie Snack to go, das ist halt wie so eine kleine Wurst, sagen wir mal eine vegane Beefy sozusagen. Habe ich schon probiert, die ist super, finde ich, schmecken gut. Und ja, darüber freue ich mich auch. Als nächstes von Pukka Love Bio-Tee aus Rose, Kamille und Lavendelblüte. Finde ich toll, auch die Verpackung sieht schon so toll aus. Tee trinke ich auch sehr gerne. Und der ist auch bio, vegan und glutenfrei. Und kostet 3,99. Habe ich das noch nicht probiert, bin ein bisschen gespannt. Ich werde mir nachher wahrscheinlich mal eine Tasse davon machen. Als nächstes, darüber habe ich mich auch sehr gefreut, von Vegan Bakery. Die habe ich bei Vegan Wonderland, habe ich früher eben auch schon öfters bestellt. Hatte ich den immer in meinem Warenkorb und habe am Ende, weil der Preis mir einfach insgesamt dann zu hoch wurde, habe ich den meistens immer wieder rausgeschmissen aus meinem Warenkorb. Finde ich super, wollte ich schon immer mal probieren. Das ist der Nougat-Ring, 60 Gramm. Freue ich mich total, dass ich den jetzt endlich mal probieren kann. Und der ist vegan und kostet 1,89. Als nächstes, was ich auch richtig toll fand, wo ich auch gespannt drauf bin, wie es nachher wirklich schmeckt, von Maroni. Zarte Maronen, die sind bio, vegan und glutenfrei. Da sind 100 Gramm drin. Ja. Habe noch nie solche Maronen probiert. Kann man eben auch sofort so essen. Aber ich glaube, man kann sie auch warm machen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, in der Mikrowelle kann man sie auch erwärmen. Muss ich jetzt unbedingt demnächst mal austesten. Stellen wir die hin, da. Und die sind bio, vegan und glutenfrei. Kosten 1,49. Dann war noch drin von Foodloose Poesie Amelie. Mandel, Feigen, Walnüsse, Äpfel, Pflaumen und Zimt, ein Riegel. Auf den bin ich auch schon sehr gespannt. Das wäre ja ein Riegel, den hätte ich mir schon gekauft, alleine wegen der Verpackung. Ich stehe auf lila und es sieht irgendwie toll aus. Hier seht ihr es auch. Glaube ich, oh. Ja, ist ein bisschen fester, ist aber okay für mich. Und der ist auch bio, vegan und glutenfrei, kostet 1,89. Dann haben wir von Paio, Paprika-Falafel-Mischung, egal, eine Fertigmischung, 170 Gramm, finde ich super, wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ich habe mal so fertige in so einem, ja, auch in so einer Folie halt gehabt, die waren jetzt ziemlich trocken, aber das war eine andere Marke, keine Ahnung, sie waren eben, wie gesagt, schon selber fertig, die musste man bloß noch warm machen und ich bin gespannt, wie die hier sind. Und die sind auch bio, vegan, glutenfrei und Rohkost und kosten 1,99. Dann haben wir noch von Govinda
Rohkost-Chi-Kugeln. Das ist Fruchtkonfekt mit angekeimten Sonnenblumenkern und Chiasamen. Lauter Sachen, die ich noch nie probiert habe. Sehen interessant aus. Ich bin auch gespannt, wie es schmeckt. Kenne ich, wie gesagt, noch gar nicht. Aber ich bin ja in solchen Sachen immer ziemlich offen. Ich probiere gern alles. Und ja, freue mich auch darauf schon. Die sind auch bio, vegan, glutenfrei und Rohkost. Und kosten 3,99 €. Und dann haben wir noch eine Rohkost-Schokolade. Love Choc. Rohe Bio-Schokolade ist das. Das ist jetzt die ganz normale Sorte, also nicht mit irgendwas drin oder so. Ich finde die Verpackung schon so toll in diesem Karton. Gefällt mir irgendwie total gut. Und die ist auch bio, vegan, glutenfrei, Rohkost und ist Handarbeit. Und kostet 2,89 €. Ist natürlich schon ganz schön für 40 Gramm. Aber wie gesagt, ich probiere gern alles und deswegen ist ohne Box mit solchen Sachen, die man sonst in so einem kleinen Ort, wie ich wohne, nicht bekommt, auf jeden Fall das Richtige für mich. Und zum Schluss war noch von Benecos die Body Cream Love Your Skin drin. Die duftet nach, Moment, wo steht's? Ich glaube, es ist Lemon. Sowas in der Richtung Zitronik, aber ich könnte jetzt auch lügen, ich weiß es nicht. Mal gucken, ja, Zitrusduft steht hier. Die ist bio, vegan, Naturkosmetik und tierversuchsfrei. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Und die kostet 3,49 €. So, das war's auch schon von der Veganbox für diesen, also für den Dezember. Und ja, ich bin super zufrieden damit. Ich freue mich immer, die Sachen auszuprobieren, weil es eben auch mal was anderes ist. Und ja, wie findet ihr die Veganbox? Kennt ihr sie auch? Würdet ihr sie euch vielleicht auch mal bestellen? Schreibt mir gerne in die Kommentare und ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.